Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, ich denke, es wird ein Let's Play werden. Je nachdem, wie sich das Spiel entwickelt, vielleicht auch erstmal ein angespielt. Und zwar das Spiel Medieval Dynasty. Also, ich würde vom Gefühl her sagen, nach dem Trailer und allem, was ich gesehen habe, dass mir das Spiel sehr großen Spaß machen könnte. Es ist so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen eine Mischung aus Anno, weil da hat man ja nur diese Übersicht. Aber so vom Spieleprinzip her ist es ähnlich. Man muss ein Dorf aufbauen, man muss versuchen, seine Mitbewohner am Leben zu erhalten. Aber, und das ist jetzt hier, soweit ich weiß, einmalig oder fast einmalig, man ist live drin in diesem Dorf. Das heißt, es geht so ein bisschen in die Richtung von Primeval, wo man ja sein Dorf aufbauen kann, spezielle Sachen kaufen kann und so weiter. Nur, dass man die, ähnlich wie beim Spielesystem Anno und so weiter, ja, am Leben halten muss, über den Winter, bei Laune halten muss und so. Ich weiß ansonsten absolut nichts über dieses Spiel. Also nur das, was ich euch gerade gesagt habe, aber ich bin mega gespannt. Deswegen würde ich sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel. I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered a story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley, far away from the war. For weeks, I held on to that thought. Until the valley from my mother's stories, I could see it. This is where I can start a new life. Ja, und da sind wir jetzt nun mittendrin. Neue Quest, ein neues Leben beginnen. Ich weiß nicht, ob man das Ganze umschalten kann, sodass man vernünftig in der Third-Person-Version gucken kann. Ich befürchte, dass das wohl eher nicht geht. In meinem Fall, denke ich mal, wird das aber ganz gut sein, weil ich scheinbar wieder nur ein Mann bin und wieder keine Frau spielen kann. So, Honika nach links und Gostovia nach rechts. Hier kann ich schon direkt was einsammeln. Wer weiß, wofür wir das noch brauchen werden, weil wir müssen ja vieles tun. Wir müssen so ein bisschen Survival-mäßig, sage ich mal, die ganzen Sachen einsammeln, die wir brauchen. Und gleichzeitig müssten wir auch unser Dorf halt eben immer weiter ausbauen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo unser Dorf einmal stehen wird oder ob wir das überhaupt hinkriegen oder ich jetzt hier total verblöde in dem Spiel. Das könnte vielleicht auch noch passieren. Nein. Da war jetzt gerade was mit Ahornzweig und Birkenzweig. Ich nehme mal nicht zu viel, weil ich weiß jetzt nicht. Moment, haben wir ein Inventar? Waterskin, 4 von 4. Ich muss dazu sagen, das Spiel ist jetzt erst vor 3 Tagen rausgekommen. Am 17.09. meine ich. Und es ist leider noch nicht alles übersetzt worden. Kann man hier irgendwie... Achso, mit Q und E. Okay, die hätten sich gerne eine bessere Schriftart raussuchen können. Inventory. Ich habe anscheinend schon irgendwelche Sachen an. Oder auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, weil es nicht so richtig erklärt ist hier. Und leider alles... Oh, Moment. Da war doch gerade was. Und leider alles auf Englisch. Skills. Da können wir auch was anklicken. Aber wir können ja anscheinend noch nicht allzu viel machen. Okay.
Journal haben wir noch. Da ist die Quest dann dementsprechend drin, die Karte. Keine Ahnung, wo wir uns jetzt gerade befinden. Player. Ach, wir sind hier. Und hier scheinen Leute zu sein. Okay. Management ist dann wahrscheinlich für später, wenn wir wirklich was aufgebaut haben. Technologie werden wir wahrscheinlich dann was. Da stand zum Beispiel unten gerade etwas auf Deutsch. Und hier steht ja auch alles auf Deutsch. Ein neues Leben beginnen, sprech mit den Kastellanen. Da oben habe ich so eine komische gelbe Wurst drin. Das könnte jetzt vielleicht mein Ziel sein. Ich bin mir nicht sicher. Da das die gleiche Farbe ist mit dem Gelb, würde ich mal einfach sagen, dass das wahrscheinlich das Ziel ist. Ach, wir können auch sprinten. Okay. Nehmen hier nochmal so ein paar Zweige mit. So. Haben wir denn irgendeine Anzeige? Doch, unten links das Grüne ist scheinbar die Ausdauer. Okay. Also die, die mich kennen und die das Ganze regelmäßig verfolgen, was ich hier so Let's Play, die wissen natürlich, dass ich gerne, wenn ich was komplett Neues anfange, also ein komplett neues Spiel. Habe ich jetzt ein Pferd gehört oder war ich jetzt so am Schnaufen? Dass ich mich vorher so ein bisschen natürlich informiere, ob das Spiel was für mich ist, aber mich nicht drüber informiere, was man wie macht, weil das sind so Sachen, die ich dann doch gerne mit euch zusammen feststellen möchte. Ah ja, ich glaube, ich bin wirklich ein Mann. Das ist natürlich doof. Das ist jetzt nur Ahornzweig, aber man kann nicht den Stein mitnehmen, so wie es aussieht. Hinten scheint mir ein Dorf zu sein. Da laufen wir mal hin. Kann man hier eigentlich irgendwas machen? Kann ich hier... Ah, schlagen kann ich auch, okay. Kann ich gegen den Baum schlagen oder tue ich mir dann weh? Axt benötigt, okay. Steht ja auch unten rechts Faustschlag und Fackel. Keine Fackel im Slot. Ja gut. Ich habe auch keine Ahnung, wo die Slots sind. Aber schauen wir einfach mal. Hier sind schon die ersten Leute. Ich habe gerade eine Kuh gehört, aber irgendwie... Hi, kann man mit dir sprechen? Ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Hey, hast du einen Moment Zeit? Kannst du dich ein bisschen bewegen? Ich werde jetzt gehen. Ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Oh Mann, oh Mann. Okay, also hey, hast du einen Moment Zeit? Sicher, worum geht es? Schönes Wetter haben wir heute, findest du nicht? Was für ein Tag. Ich habe fast ununterbrochen gearbeitet, aber ich weiß, dass sich meine harte Arbeit auszahlen wird. Du weißt ja, was man sagt. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Das, ja, geil. Das ist eine tolle Anmache. Wir reden mal übers Wetter. Ja, es ist ziemlich warm. Das gefällt mir. Ja. Wir lassen das erstmal mal gucken. Oh, Moment. Ehefrau. Eine Ehefrau ist notwendig, um das Überleben deiner Dynastie zu sichern. Ah, okay. Dank ihr wirst du einen Erben haben, der, wenn er das richtige Alter erreicht hat, deine Geschichte fortsetzen, den Ruf der Dynastie verbessern und das Dorf entwickeln wird. Okay, also es geht hier scheinbar doch schon sehr realistisch zu. Deine Frau kann dir auch helfen, deine Talente zu überdenken und deine Wunden zu heilen. Denk daran, dich nicht nur um dich selbst, sondern auch um deine ganze Familie zu kümmern. Wenn deine Frau mit deinen Handlungen sehr zufrieden ist, zum Beispiel wenn sie lange Zeit keine Unterkunft, kein Essen oder die Möglichkeit hat, sich im Winter zu wärmen, kann sie dich verlassen und den Erben mitnehmen? Hallo? Die will mir mein Kind klauen. Hallo, hübsche Frau, bleib mal hier. Was bist du denn? Du bist ein Mädchen eher, ne? Hey, hast du einen Moment Zeit? Entschuldigung, meine Mutter sagte, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Ja, okay, dann gehen wir mal wieder. Okay. Dann, können wir hier irgendwas machen? Ja, können wir, aber... Oh, Johanniskraut ist gut. Aber wir können nur stehlen. Dann sprechen wir mal mit den Unigust. Hey Fremder, was führt dich hier in unser Tal? Du siehst wie ein Kaufmann, weder wie ein Kaufmann noch wie ein Pilger aus. Also, es ist alles Early Access, Leute, muss ich ja sagen. Ich denke mal, oder besser gesagt, ich hoffe mal, dass das Ganze noch vertont wird. Das ist ja Standard bei den ganzen Spielen seit, ja, etlichen Jahren, was jetzt so diese Art betrifft. Aber ich muss schon mal sagen, es ist schon eine recht gute Qualität von der Grafik her. Also ich habe es auf 2K gestellt, also 2560 von der Auflösung her. Und dafür sieht es natürlich jetzt nicht so dolle aus, aber ich finde es doch schon recht schön, muss ich sagen. So, nicht wie ein Kaufmann oder Pilger. Nein, bin ich nicht. Mein Name ist Ratschimir und ich kam aus dem Süden, um meinen Onkel
Lordan zu besuchen. Genau. Warum ist das wichtig? Aber ich mache mal das Erste. In seiner alten Heimat nannten sie ihn Lordan den Flößer. Lordan? Ah ja, er hat mir einmal von seinem Leben auf dem Fluss erzählt. Du bist an den richtigen Ort angekommen, aber leider ein paar Jahre zu spät, fürchte ich. Warum das? Was ist mit meinem Onkel passiert? Er war ein großer Mann und noch ein besserer Freund, Ratschimir. Als guter Handwerker und ausgezeichneter Händler hat er hier ein kleines Vermögen verdient. Siehst du die Taverne dort drüben? Er baute und betrieb sie, wie auch viele andere Geschäfte, die du hier im Tal findest. Meine Mutter erzählte mir, dass er im Norden wohlhabend wurde. Ich hatte keine Ahnung, wie wohlhabend, aber das beantwortet meine Frage nicht. Ja, genau. Nun, zumindest habe ich eine Bleibe. ja, ich mache mal das Erste. Dein Onkel hat sich umbringen lassen, mein Freund. Was? Er hatte diese Idee von einem riesigen Handel mit dem deutschen Königreich im Westen. Oh, dann verstehe ich das. 5 Wagen gefüllt mit bestem Eisenerz, schön gefärbten Leinen und unserem ausgezeichneten Bier. Von 10 Ochsen gezogen hat er nicht herumgealbert, so viel kann ich dir sagen. Sein Track wurde von Banditen überfallen, seine Fuhrleute abgeschlachtet. Er muss sich wacker geschlagen haben, nach dem, was wir gesehen haben. Als wir nach ihm suchten, hat er 2 mit in den Tod genommen. Ich habe ihn selbst begraben. Oder besser, was die Wölfe zurückgelassen haben. Es tut mir leid, der Überbringer solcher Nachrichten zu sein. Mein Onkel ist tot? Sein Vermögen ist weg? Ich bin den ganzen Weg umsonst hierher gekommen. Sag das nicht. Ich würde einen Neffen von Jordan nicht verkümmern lassen. Und auch wenn die meisten Dorfbewohner schnell vergessen haben, was sie deinem Onkel schulden, ich habe nicht die Absicht, mich ihnen in dieser Sache anzuschließen. Ich bin der Kastellan und mein Wort ist nach wie vor Gewicht. Also sag mir, kannst du dein eigenes Vermögen machen? Ich kann einfache Werkzeuge herstellen. Ich kann meine Bedürfnisse durch die Wildnis stillen. Und ich weiß, wie man rechnet und tauscht. Das ist gut genug. Ich habe vielleicht keine Waren oder Gold zu bieten, aber du kannst hier so viel Land haben, wie du willst. Nicht verkauft, sondern dir auf Lebenszeit garantiert. Baue ein Haus, züchte Gemüse, halte etwas Vieh und folge dem Traum deines Onkels. Ist das dein Ernst? Mein eigenes Land? So viel, wie ich will? So viel, wie du gebrauchen kannst, mein Junge, und solange du deine Steuern bezahlen kannst. Ich verstehe. Hast du für den Anfang einen Ratschlag für mich? Du kannst Bäume fällen, um dein Haus zu bauen. Am Fluss wächst Schilf, das sich gut für ein Dach eignet. Hast du etwas zu essen dabei? Nicht viel. Wenn nötig, findest du einige Verkäufer in unserem Dorf. Wenn du kein Geld für Nahrung hast, kannst du immer Pilze im Wald suchen oder Tiere jagen. Vielleicht könnte ich irgendwie ein paar Münzen verdienen? Sicher, du kannst mit den Menschen hier oder anderen Dörfern sprechen. Vielleicht wird jemand für deine Hilfe bezahlen. Vielen Dank für den Ratschlag. Es ist Zeit für mich, den richtigen Ort zu finden. Lass mich mal sehen. Ich habe etwas Besonderes für dich. Das ist der Hammer, mit dem dein Onkel das Haus gebaut hat, in dem er alt geworden ist. Welches bessere Werkzeug könntest du verwenden, um dein erstes Haus hier zu bauen? Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Hilfe! okay, Tab-Menü. Inventory, genau. Moment, das schreibe ich mir mal eben auf. Also Tab ist Inventar. Ich dachte, da komme ich mit I rein. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Explore your functions and informations they provide. Construction Wheel. Wir haben auch ein Rad. Dafür drücken wir Q. Let you create a wide array of items and buildings. Also quasi, ja, wenn ich craften will. Inspector Mode. The Inspector Mode lets you see where the villagers are in the rear around you. Okay, also meine eigenen Dorfbewohner, denke ich mal, sind damit gemeint. As well as your items on the ground like spears. Ach so. You can also see the stats of NPCs you are able to recruit. The Inspector Mode uses Stamina. Ach so, das ist schlecht. With Talents you can upgrade it well. Okay, also es gibt einen Spectre-Mode, wobei ich jetzt nicht genau weiß, press I-Alt to access. Was ist I-Alt? Ist wahrscheinlich, oder soll das L-Alt heißen? Ja, ich schreibe mal, also L auf, ist dann dieser Inspector-Mode.
So, damit kann ich dann um mich herum schauen. Das ist schon mal gut. Da gehen wir mal direkt raus. So, wir probieren das mal direkt aus. Also, Tab. Da komme ich hier rein. Ah, jetzt kann ich die Sachen auch einzeln anklicken. Ah, sehr schön. Hier sind dann die Sachen auch diesmal auf Deutsch erklärt. Das ist wunderbar. Dann kann ich jetzt hier, genau, kann ich hier runtergehen. Ausdauer, Lebensmittel, Nahrung ist ein wesentlicher Parameter und so weiter. Das ist sehr schön. Fähigkeiten haben wir natürlich noch keine Punkte für. Das ist klar. Inventar. Einen hölzernen Hammer haben wir und angeblich eine einfache Fackel. Die haben wir aber nicht im Slot drin. Können wir die denn irgendwie hier reinziehen? Slot zuweisen. Ach so, okay, Moment. Dann mache ich die mal. 8. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Hemd und so weiter, die sind schon drin. Das kann ich gut nachvollziehen. Trockenfleisch. Stock. Stock ist wahrscheinlich. Ja. Eine der wichtigsten Bau- und Crafting-Ressourcen. Die kann vom Boden oder von Bäumen gesammelt werden. Ach so, Stock. Ja, klar. Die haben wir ja eingesammelt. Haferbrötchen. Nährwert 45. Haben wir natürlich nicht allzu viel von drin. Können wir das jetzt auf 1 stellen? Auch nicht. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Also ich drücke die ganze Zeit 1, aber man kann es irgendwie nicht da reinmachen. Ich kann es auch nicht ziehen, komischerweise. Ich kann es nur essen, theoretisch. Aber da ich ja noch nicht ganz so hungrig bin, lasse ich das mal. So, jetzt gucken wir noch mal kurz auf der Karte. So, Gasto, das ist wahrscheinlich hier so der Bereich, wo wir überhaupt hin dürfen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie bauen wir uns ein Haus? Das war mit Q. Gebäude. Ah, Speicher, Ressourcen, Häuser. Einfaches kleines Haus. Das ist das Einzige, was wir machen können. 6 Rundhölzer brauche ich dann. Okay. So, dann Crafting. Ich kann mir aber noch keine... Ich kann mir keine Axt machen. Das ist doof. Dumm, eine Steinaxt. Ich brauche 2 Steine. Aber wie kriege ich die Steine, wenn ich nichts habe? Moment. Hölzerner Bauhammer. Enthäutungsmesser, hölzerner Speer, Brennholz, Hacker. Weitere, das sind wahrscheinlich alle so fürs Haus, ne? Ja, Möbel und so weiter. Okay, aber das ist jetzt doof. Wie kann ich denn die Steine finden? Hi. Hi, was mit dir? Bertha. Ich möchte dir was sagen, schöne Frau. Na, du siehst mir zu alt aus. Ich werde einfach mal wieder gehen. Tschö. Ich weiß ja nicht, wie alt ich bin, aber... Da hinten habe ich, glaube ich, gerade eine Kuh gesehen, wenn die so bräunlich war. Dann schauen wir mal. Können wir hier irgendwo vielleicht kleinere Steine finden? Weil wir haben ja jetzt hier so größere Steine. Ah, Spitzhacke benötigt. Ja, ich brauche aber erstmal Steine, um mir was anfertigen zu können. Das ist ja das Problem. Kann ich vielleicht mit irgendjemandem reden, um da entsprechend was zu bekommen? Oder... Hi. Klopfen kann ich anscheinend auch nicht, okay. Was kam jetzt? Wasser. Wasser ist ein wesentlicher Parameter für das Leben. Ohne Wasser sinkt die IP, um es wieder aufzufüllen. Trink einfach Wasser aus einem Bach, Fluss oder See. Wasser kann auch in einen Eimer oder einen Trinkschlauch transportiert werden. Hi. Haben Sie vielleicht Arbeit für mich oder was Wasser oder überhaupt irgendwie Werkzeug oder so? Hallo. Mein Name ist Rachimir, kannst du mich mal angucken, wenn ich mit dir rede? Hallo, ich bin Alvins Rücken. Ich erkenne dich nicht. Bist du neu hier? Dreh dich doch mal um, vielleicht erkennst du mich ja. Ich kam aus dem Süden hierher. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Ort für mich selbst, wo ich ein neues Leben beginnen kann. Nun, viel Glück. Jeden Tag bearbeite ich Felder. Tatsächlich tue ich jeden Tag dasselbe. Jahr für Jahr. Langweilt es dich nicht? Wenn ich du wäre, würde ich vor Langeweile sterben. Natürlich langweilt es mich. Wie lange kann man im Leben immer wieder dasselbe tun? Aber die Familie braucht meine Hilfe und ich gebe mein Bestes. Habe ich dich beleidigt? Entschuldige. Es ist in Ordnung. Obendrein ist der Griff meiner verdammten Sense gebrochen. Jetzt dauert die Ernte noch länger.
Ich glaube, ich weiß, wie ich dir damit helfen kann. Ich bin bald zurück. Alvins Geschichte. Ist ja schon ganz süß, wenn dann so die Musik immer reinkommt. Hallo, warte, stopp. Du siehst aus, als ob du Werkzeug hast. Kann ich bei dir irgendwie was schnurren? Bleib mal stehen. Hallo. Hey, hast du einen Moment Zeit? Sicher, worum geht's? Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, es geht dir gut. Kürzlich bin ich auf die Jagd eingestiegen. Hast du irgendwelche Tipps? Erstmal fragen. Es ist hart und schmutzig. Ich wünschte, ich könnte in einem gemütlichen Ort wie der Näherei arbeiten. Okay, dann frage ich dich jetzt nochmal. Tut mir leid, ich habe im Moment keine Zeit für nutzlose Gespräche. Du Arschloch, ich wollte dich nur was wegen der Jagd fragen. Mann. Ey, die sind ja auf der einen Seite ganz nett, auf der anderen Seite... Kaufe für 2000. Wollt ihr mich denn verarschen? Okay, ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Ich glaube, ich habe 50 oder so. Die können wir nochmal sammeln. Hängt ja hier alles so ein bisschen nutzlos rum, ne? Das ist ja so wie Müll. Ich bin jetzt hier gerade den Müll im Aufräumen im Dorf. Aber das Problem sind wirklich die Steine. Ich brauche Spitzhacken. Das verstehe ich ja auch alles. Ich meine, das ist ja nichts Neues, aber... Warum kann ich die nicht zumindest herstellen? Ich kann jetzt auch nicht... Moment, hier. Kann ja auch nichts mit der Hand machen. Normalerweise ist es ja so, man kann den Anfang immer mit der Hand machen. Rundholz. Stehlen. Ja, fällt auch nicht auf, wenn ich mit dem großen Holz hier in der Gegend rumlaufe. Kein Thema. Okay, wir klauen einfach mal die ganzen Zweige hier. Davon haben wir jetzt echt mehr als genug, glaube ich. So, ich möchte aber... Oh, kann ich da was trinken? Hallo? Ich will nicht den Eimer mit Wasser stehen. Ich wollte was trinken. Sag mal, kann man hier noch nicht mal kurz was trinken bei den Leuten? Das ist ja abartig. Hi. Zeig mir deine Ware. Ach so. Hast du einen Moment Zeit? Wie ist die Arbeit? Kürzlich bin ich auf die Jagd eingestiegen. Ach so. Es war ein bisschen schnell. Sehe ich aus, als würde ich mich mit Schlamm bedecken und mit Tieren schlafen? Ja, woher soll ich das denn wissen? Zeig mir mal deine Ware. So. Sie hat leider keine Waffen. Wenn ich jetzt wüsste, dass ich jetzt für 50 Dollar eine Spitzhacke kriege, würde ich eine kaufen. Okay. Das wäre eine Eisenhacke, aber die kann ja schlecht stehlen. Och Leute, was macht ihr hier mit mir? Was soll ich denn hier machen? Von euch kann auch keiner was verkaufen oder so, ne? Hallo, kannst du mir was verkaufen? Hallo, hast du einen Moment Zeit? Schönes Wetter. Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, es geht dir gut. Ich genieße, was ich tue. Du wirkst zuverlässig. Vielleicht kannst du mir irgendwann helfen. Ja. Aber jetzt nicht, oder wie? Na toll. Kann man hier eigentlich die Türen öffnen, oder war das jetzt nur Zufall? Ne, da kommt man nirgendwo rein, schade. Okay, jetzt kommen wir da wieder aus dem Dorf raus. Das ist aber auch doof. Muss ich vielleicht in ein anderes Dorf rein, um mir irgendwie Werkzeug zu beschaffen? Ich will jetzt auch nichts stehlen, das ist ja jetzt das Problem. Ich weiß auch nicht, ob mir irgendjemand... Moment, kann man... Man kann sich ducken, aber ich habe dann keine Anzeige, ob mich jemand sieht. Truhe stehlen... Kommt doch bestimmt jemand, oder? Wir gucken mal einfach kurz rein. Aber er hat auch keine Werkzeuge. Okay, schade. Ich meine, ich möchte hier nicht stehlen, aber ich weiß nicht, wie ich sonst an den Kram rankomme. Das scheint hier irgendwie so ein... Mach! Der hat auch keine Werkzeuge. Was bringt mir das denn alles hier? Leute, seid ihr alle so arm, dass ihr keine Werkzeuge besitzt, oder was? Da ist noch mal eine Truhe. Also irgendwie stehen hier überall Truhen rum. Ich habe so das Gefühl, man wird quasi dazu gezwungen, hier etwas zu stehlen, weil man sonst nichts hat und nichts machen kann. Kann ich mit dir vielleicht nochmal reden? Ich bräuchte, hey, hast du einen Moment Zeit?
Entschuldigung, meine Mutter sagte, ich soll nicht mit Fremden reden. Bist du doof oder was? Habe ich nicht gerade mit dir eben gesprochen? War das nicht der Alte, der am Anfang da mit mir gesprochen hatte? Was ist mit dir? Hi. Hast du einen Moment lang Zeit? Sicher, worum geht's? Hast du den Adligen gesehen, der gerade vorbeikam? Ich hörte die Leute sagen, dass er tolle Gewänder trug. Fragen wir mal, ja? Ja, das habe ich. Ich wünschte, ich hätte solche Gewänder anstelle dieser schmutzigen alten Lumpen. Hast du noch mal einen Moment Zeit? Oh, du mit deinen nutzlosen Gesprächen. Ja, also, wir haben ja definitiv nichts, was wir machen können. Was natürlich geil ist. Hallo, ihr Kühe. Lebensmittel. Ja, ich weiß, ist auch ein wesentlicher Parameter. Aber mein Wasser ist jetzt bald leer, oder? Ich muss hier irgendwie gucken, dass ich zum Fluss komme. Moment, der Fluss ist auf der Seite. Da gehen wir mal eben schnell hin. Aber ich habe jetzt natürlich keinen Eimer oder ähnliches. So. Trink mal. Ah, sehr schön. Okay. Immerhin. Zumindest das Trinken können wir machen, weil wir jetzt auch noch nichts essen können. Ich schaue noch mal eben hier im Gebäude weitere Crafting. Das Problem ist halt, wir haben für alles nicht genug Ressourcen. Wir brauchen zwei läppige kleine Steine. Oder ein bisschen, ja gut, ein bisschen Stroh für die Fackel, das ist natürlich Blödsinn. Hölzerne Hacke, die wäre natürlich. Nee, eine Hacke brauchen wir nicht. Wir brauchen höchstens was anderes. Was mich halt jetzt ein bisschen wundert, dass man die Sachen von Anfang an noch nicht machen kann. Zäune, Möbel, Fallen. Eine Hasenfalle könnte ich machen. Da hätte ich zumindest was zu essen, auch wenn es dann rohes Fleisch wäre. Aber können wir mal machen. Moment, Hasenfalle? Sind denn hier irgendwo Hasen unterwegs? Wahrscheinlich nicht direkt am Wasser, oder? Nicht so nah an einen anderen Dorf platzieren. Ach so. Ja, wo kann ich das denn platzieren? Das ist doch jetzt gar nicht. Das ist doch jetzt irre weit weg hier von dem Dorf. Oh, brech das erstmal ab. So, da sind viele Leute, da sind auch noch Leute. Das Problem ist, ich weiß ja jetzt auch überhaupt nicht, ich würde von ihm Land kriegen, aber ich weiß ja nicht, wo ich dann bauen könnte. Ich würde gerne hier oben irgendwie eine Ecke bauen, wenn ich das könnte. Moment, Stock, den können wir mal nehmen. Das sind, glaube ich, andere, ne? Das andere waren Zweige und das hier sind jetzt Stöcke, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau, das sind Zweige. Okay. Jetzt geht die Sonne auch schon bald unter und ich bin entweder zu blöd, um Steine zu finden oder eine Spitzhacke zu finden. Ich weiß auch nicht. Ich würde gerne da hinten irgendwo bauen. Bin ich das jetzt oder wen höre ich jetzt hier? Johanniskraut, hier war gerade irgendwas mit Jo. Ah! Das ist ja cool. Schade, dass das nicht angezeigt wird. Muss man ja immer mit dem Kopf nach unten in der Gegend rumlaufen. Johanniskraut. Ach, das sind die gelben. Ah! Ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass man mit dem Johanniskraut vielleicht heilen kann. Deswegen sammeln wir da auf jeden Fall jetzt mal eben ganz viel von. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt ist, ob das jetzt immer am Wasser ist, ob das jetzt überhaupt respawnt. Das ist natürlich auch noch so die Frage. So, und das letzte noch eben schnell. Ja, jetzt geht hier natürlich auch noch die Sonne unter. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich überhaupt irgendwie durchs Wasser kann. Kann ich schwimmen? Das weiß ich. Ach, da hinten ist auch eine Brücke. Moment, dann gehen wir doch mal über die Brücke. Bevor ich meine Ausdauer da im Wasser verliere oder so. Da kann ich aber doch drüber, oder? Jahreszeiten und Schlaf. Es gibt vier Jahreszeiten. Ach nee. Die Saison wechselt automatisch nach 3 Tagen. Ach du Schande. Ich habe es noch nicht mal hingekriegt, mir eine Steinaxt zu machen. Hier steht übrigens, sehe ich gerade oben rechts, dass wir zwei Steine brauchen, um dieses Kapitel zu machen. Eine Steinaxt machen müssen, Bäume fällen müssen, Stroh
klauen oder anbauen müssen, keine Ahnung, und unser erstes Haus bauen müssen. Das ist alles ganz toll. Oh, Moment, was war das hier? Das war eine andere Farbe. Können wir aber nicht nehmen, schade. Das ist auch wieder so ein Stock. Ja, sind das hier Pilze? Oh, sehr schön. Das ist auch schön, dass wir die Sachen jetzt hier finden und dass wir hier mal so ein bisschen quasi die Gegend erkunden können. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Neues Leben, Überleben. Was war denn das jetzt gerade? Habe ich da irgendwas eingesammelt? Habe ich irgendwelche Punkte jetzt bekommen oder so? Gostovia. Da wollen wir eventuell nicht mehr hin. Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Der hat mir ja nur gesagt, dass ich irgendwo bauen kann. Aber der hat mir ja nicht gesagt, wo. Das ist halt das Blöde. Was war das? Achso, Ahornzweige. So, hier sind nochmal Pilze. Kann das sein? Na komm. Sammel die Pilze ein. Ich weiß nicht, ob ich die so essen kann oder überhaupt die... Boah, ich kann nicht mehr reden. Ob die überhaupt genießbar sind. Stein! Ich habe Steine gefunden. Nein, ich will keine Teutungsmesse. Eine Steinaxt, ja bitte. Ich habe eine Steinaxt gemacht. Ich komme mir gerade wie Gott vor irgendwie. So, Moment, Steinaxt. Achso, die ist auf der 1. Oh, perfekt. Wieso habe ich die Steine denn erst hier auf der Seite jetzt gefunden? Boah, ey. Was ist das? Ach, das ist nochmal ein Stein. Perfekt. Hier ist nichts. Es ist nur leider jetzt so dunkel. Das ist das Problem. Jetzt haben wir hier auch keine Steine mehr, oder wie? Jetzt bin ich hier extra auf diese Seite gekommen. Aber hier sind dafür viele Pilze. Oh, ist das geil. Endlich. So, jetzt können wir loslegen. Ich sammle mal eben noch schnell die Pilze ein, die hier sind. Da sind Steine gewesen. Haha. Ich sammle mal. Kann man die gar nicht. Man kann nicht jeden Stein hier nehmen. Och nein. Wollt ihr mich denn veräppeln? Vor allen Dingen sehe ich jetzt überhaupt nichts mehr. Ich brauche Stroh für die erste Fackel. Ja. Das ist natürlich jetzt ganz toll. Das kann ich auch wieder alles nicht schlagen. Och, das ist doch... Leute, wollt ihr mich wirklich veräppeln? Gleich kommen hier bestimmt noch irgendwelche Tiere und greifen mich an und ich kann hier nichts machen. Das sind nur Birkenzweige. Kann man die wegnehmen und dann was machen? Auch nicht. Ist ja auch Blödsinn. Ich habe ja auch eine Axt gemacht. Ich bin ja auch so doof. Ich wollte doch eigentlich eine Spitzhacke machen. Oh nein. Oh, das ist aber schön, dass die Bäume so echt, sage ich mal, fallen. Kann man die nochmal kaputt machen? Ja. Rundholz. Ah, bleib hier. Rundholz. Nimm das jetzt. Mann. Da auch. Nimm es. Los. Ich brauche das nämlich für irgendwas. Ich glaube, fürs Haus. Moment. Steinaxt. Aber ich habe außer der Steinaxt habe ich ja sonst nichts. Da muss ich wirklich die Steine so finden. Hm, das ist auch irgendwie doof. Okay, also Gebäude, Häuser, kleines Haus. Da brauchen wir 6 Rundhölzer brauchen wir dann. Da haben wir noch eins. Da haben wir noch eins. Dann haben wir 4. Es ist alles so dunkel. Ich sehe gar nichts mehr. Ich gehe mal nach vorne. Es ist, glaube ich, nicht ganz so extrem. So. Baum fällt. Aua. Hallo? Ah. Warum hat er das Rundholz jetzt nicht genommen? So, 1, 2, 3, also 4 Rundhölzer kommen normalerweise pro. War doch gerade irgendwas?
Breitwegerich, den nehmen wir mal mit. 4 kommen irgendwie pro Baum anscheinend da raus. Ja, ich würde sagen, da wir jetzt hier sowieso nicht allzu viel sehen, ich wollte gerade auf mich selber umdrehen, aber das kann ich ja gar nicht. Da wir jetzt hier sowieso nicht allzu viel sehen, würde ich mal sagen, dass wir hier einen kleinen Cut machen. Und, ach so, eine Sache muss ich aber vorher nochmal eben gucken. Gebäude, weil wir können ja jetzt das Haus bauen, theoretisch. Genau. Es bietet Platz für 3 Personen. Ich weiß aber immer noch nicht wo. Gut, dann würde ich sagen, wir machen hier wirklich einen kleinen Cut und dass wir dann in der nächsten Folge mal versuchen, nicht zu verhungern, wenn ich so meine Anzeige angucke. Und ich glaube, ich bin noch etwas überladen, so wie es aussieht. Und dass wir dann mal einen Platz suchen werden, wo wir eventuell bauen können. Wir sind ja jetzt hier scheinbar in der Nähe von einem anderen Dorf, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten. Wir wollten ja eigentlich hier hinten irgendwo hin, wo wir dann eventuell, ja, Platz haben, um für uns selber was zu bauen. Vielleicht müssen wir auch nach da unten ziehen, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich meine, dann sind wir auf jeden Fall weit entfernt von den anderen. Also hier oben ist auf jeden Fall schon mal ein guter Platz gewesen, wo Steine sind vereinzelt. Und hier, da oben ja auch schon Menschen leben. Ich würde sagen, in der nächsten Folge mache ich mich auf nach hier und dass wir dann da mal gucken werden, dass wir da vielleicht unser erstes eigenes Haus bauen können. Bis zur nächsten Folge. Ciao.